Tere Freunde, ich bin's wieder, euer Lunaflexi und ich mache gleich weiter. Ich habe euch hier stehen lassen. Okay, so kommt ihr mir nicht davon. Prinzelle, öffne bitte die Tür. Ich nehme die Feuerrubin an mich. Was habt ihr mit mir vor? Das soll unser König entscheiden. Unser König? Bringen Sie den nach Pandoria? Ach ja, ich hatte übrigens rechtes Lecken, das kam von Antibia. James, hast du wirklich... Ich kann dir deine Taten nicht vergeben, du hast so viel angerichtet. Bring ihn fort! Lasst uns mit den Friedensverhandlungen fortfahren. Ja, damit der Frieden zwischen unseren Ländern endlich zustande kommt. Wird nun alles wieder gut werden, Flexi? Das liegt ganz bei Danubia und Auralio. Die beiden Länder sind aber, auf dem besten Weg. Das glaube ich auch. Epische Schwarzblende. Wir schlafen schon wieder im Stehen. Das Friedensabkommen ist nun unterzeichnet. Das ist ein neuer Beginn für Danubia und Auralio. Ich habe da so ein unbestimmtes Gefühl. Typisch Frauen. Prinz Leon, hier ist der Feuerrubin. Bitte nimm ihn. Nein, ich habe ihn für den Frieden zwischen unseren Ländern. Ich kann ihn nicht annehmen. Nimm ihn. Der Rubin gehört nach Auralio. Ich habe gerade eine Imitation anfertigen lassen. Ich will ihn nicht. Lieber wäre mir... Nein, ich kann es nicht sagen. Noch nicht. Wie bitte? Prinzessin Thea, was ich wirklich möchte ist... Ah, Liebesgeschichte. Dieser Frieden wird bestimmt sehr lange anhalten. Das denke ich auch. Das finde ich irgendwie voll schön, dass Luffy ja den Mut hat, trotz dieser Grafik und allem... noch ein paar schöne Liebesgeschichten mit einzubauen. Toll. Warte mal, kriegen wir noch was? Hey. Wie kann ich euch nur danken? Ihr seid hier jederzeit herzlich willkommen. Wie kann ich euch nur für eure guten Taten danken? Ich verspreche, diesen Frieden für alle Zeiten zu wahren. Hey King, hast du noch was für mich? Ich schwöre, dass wir alles tun werden, um diesen Frieden für immer zu halten. Der Feuerrubin gefällt mir gar nicht mehr. Seltsam, oder? Ach, ekelhafte Kuh. Und wir gehen weiter. Nachdem wir hier in Auralio alles gemacht haben, in Auralio, dann schauen wir doch mal, was gibt's hier als nächstes. Oh, kleines Käffchen. Auralio! Das erste Mal, dass diese Musik in der Stadt ist, ne? Das Königreich Arturia befindet sich hinter dem Wassertor. In Arturia hat es einen Aufruhr gegeben. Wir haben den Feuerrubin wirklich an Danubia verschenkt. Das hätte ich nie gedacht. Die Prinzessin von Arturia sucht einen edlen Mann. Sie möchte bald heiraten. Wie war's mit eurem Prinzen? Vielleicht wurde die geheime Technik zur Rubinherstellung an jemanden weitergegeben. Ja, vielleicht sogar an Jafar. Fand ich ganz süß, wie Maxim hinter dem Baum noch geguckt hat, ob es da irgendwie lang geht. Was kann ich für euch tun? Bam und speichern. Bam. Gut, dass wir mit Danubia Frieden geschlossen haben. Sie hätten uns sonst sicher angegriffen. Ach Quatsch. Nun, da wir in Frieden leben, sollen wir die Vergangenheit vergessen. Würde mir komisch vorkommen, wenn ich einfach in so ein Haus komme und so eine alte Frau sowas zu mir sagt. Hinter dem Wasserturm befindet sich ein Land namens Arturia. Auralio kontrolliert das Wassertor, das in den offenen See führt. Wenn ihr durch das Tor wollt, müsst ihr erst Henry fragen. Er ist in einem der Stockwerke des Palastes. Ihr werdet ihn sicher gleich erkennen. Stern, da brauche ich meistens nie was. Ich habe meine Zauber und alles. Prinz Leon ist ein toller Hecht. Ganz der Vater. Hallo ihr da, sucht euch doch etwas aus. Nope. Ihr habt ja fast das gleiche wie das andere Zeug. In auch
uninteressant. Tja, das ist der Palast von Oralio. Nicht besonders schön, oder? Behaupte, wir haben es gemütlich. Findest du nicht auch? Du bist aber ein toller Wachposten. Sehr überzeugt von deinem Posten. Ich frage mich, ob die Gerüchte über die Prinzessin von Danubia stimmen und unseren Prinz auch stimmen. Prinz Leon ist so gut gelaunt, ob er etwas Nettes erlebt hat. Der hat geknattert, der Alte. Prinz Leon hat mir von euren Taten erzählt. Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll. Wir werden das Tor kostenlos für euch eröffnen. Aber bist du Henry? Ach, ihr seid es. Na, wie geht es euch denn so? Wie halten euch das Wassertor auf? Bestimmt einige Arbeit, das Wassertor aufzuhalten. Meint ihr nicht auch? Ich überlege mir gerade, wie man die VIP-Karte eigentlich kriegt. Schaut's denn aus, wir haben jetzt eigentlich wieder einiges an Kohle, oder? Die könnte ich wieder auf der Schicksalsinsel verblasen. Ja. Die Gegner sind dürften jetzt auch kein Problem mehr sein. Eine Schlange. Nee, sind sie auch nicht mehr. Ja, ja, so ein Pinter halt. Na und? Schau mal, die Kämpfe sind sogar so langweilig, dass Guy gleich einpinnt. Schicksalsintel. Da, 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 da. Geh mal weg da. Mal weg da, Gandhi. Servus, was darf's denn sein? Oh, leck. Es ist so langweilig und wir gucken einfach mal, was da passiert ist. Waren 62.000, nee, 81.000. Ego-Peitsche. Haben wir jetzt der lieben kleinen Zuckerprinzessin da gegeben? Ist Ego-Peitsche nicht auch irgendwie für mehr Erfahrungspunkte oder so? Falls irgendjemand das weiß, dann lass mir ruhig sagen. Und sie halten uns das Tor auf. Zack. Na gut, die ziehen doch mal ab. Die Wale. Die Blitzschwitzen. Die Ritzenschwitzer. Und ab durch das Wassertor von Auralio. Aber wir können uns hier mal kurz umgucken, ob hier noch irgendwas ist. Nee, bloß die Höhle und so, okay. Ich finde es auch recht angenehm mit den Kämpfen, dass nicht wie bei Pokémon alle 2 Meter Kämpfe kommen. Aber wir sind jetzt übrigens auf einer offenen See. Das heißt, wir müssen uns jetzt Stück für Stück umgucken. Wenn die, die Luftpeitsche bringt, glaube ich, auch gar nicht so viel. Ein Strudel! Heißt die nicht so? Ist egal, die sind auf jeden Fall gleich tot. Wow. Wow! Du machst Schaden, Kollege. Und du hältst noch einiges aus, ja, Strudel. Jetzt stimmt er mit dem 66er-Schlag. Und wir sind in Königreich Arturia, oder wie das heißt. Ja, Arturia. Aus dem Nordosten kam ein seltsames, grelles Licht. Oh, oh. Ich möchte wissen, was dies zu bedeuten hat. Ja. Der Nordostturm und die Heirat der Prinzessin, irgendwie hängt das miteinander zusammen. Ich sah einen goldenen Mann vom Himmel kommen, er landete auf dem Nordostturm, wirklich. Prinzessin Cinephas, Verehrer ist nun hier. Er sieht nicht sehr glücklich aus. Ja, Cinephas, nicht Jennifer. Gab schon immer Monster im Nordostturm, aber zurzeit scheinen sie vermehrt aufzutauchen. Der König mag halt Senf. Cinephas Verlobter ist Erik, er ist ein reicher Edelmann. Aber lass mich raten, die will nichts von Erik? Zauber! Willkommen in meinem Zauberladen! Ja, Volovic, wir bekommen die verbesserten Zauber! Und jetzt haben wir wirklich gute Zauber langsam. Dein Wunsch ist mir Befehl, wie kann ich dir helfen? So.
Meine Nase, da. Bald heiratet Prinzessin Senefa. Ich warte, wäre auch gerne eine Braut. Das gäbe ein tolles Fest. Wieso? Keiner mag dich. Ja, komm, hier findest du gute Waffen. Reitpeitsche. Ich werde die Reitpeitsche nehmen. Aus dem einfachen Grund, weil, Yeah, mein erster Speer. Ich werde die Reitpeitsche nehmen aus dem einfachen Grund, weil die Luftpeitsche zwar irgendwie recht cool ist, ich habe keine Kohle mehr. Doch, egal. Machen wir das mal anders. Ich muss ja was Besonderes für Erik kochen, die reichen mir Essen nicht für die Armen. Ach ja, drück's mir nur rein, ist schon okay. Unser Prinz hat für ihre Heirat eine Bedingung gestellt. Es hat etwas mit dem Nordostturm zu tun. Ich versteck mich! Prinzessin zu sein ist wirklich hart. Man kann seine wahre Liebe nicht heiraten. Hinter dieser Tür befindet sich Prinzessin Senefas Zimmer. Hey, Sunny! Niemand kann dir die Juwelen aus dem Turm holen. Verzeihung, ich habe gerade über etwas nachgedacht. Wie kann ich dir helfen? Seit wann können wir Gedanken lesen? Bist du auch gekommen, um mir zu sagen, dass du nicht in den Turm gehen wirst? Jemand anderes hat mit dir über den Turm gesprochen? Ja, eine Frau erzählte dem König, dass es sehr gefährlich ist, dem Turm zu nahe zu kommen. Er hat diese Warnung natürlich nicht ernst genommen. Hey King, alter Schmarotzer! Senefas Bedingung ist es, ihr den Juwel aus dem obersten Stockwerk des Nordostturmes zu bringen. Dort gibt es aber Monster und während der Nacht scheint ein mysteriöses Licht. Die Bedingung, die Senefa gestellt hat, ist wirklich schwer zu erfüllen. Sif ist ein Soldat, der in diesem Schloss lebt. Sif ist der Leibwächter der Prinzessin. Sif hat sich in sie verliebt. Ihr seid nicht von hier, oder ihr seht aus wie richtige Krieger. Du scheinst gute Augen zu haben, Blindfisch. Nicht nur das, ich bin auch ein guter Krieger. Mein Name ist Zinf. Ich bin Guy. Das sind Flexi, Selen und Lexis. Ihr seid doch diejenigen, die Gardes bekämpft haben. Toll, euch kennenzulernen. Sogar hier redet man von uns? Jeder, der etwas vom Kämpfen versteckt, hat von neuen Taten gehört. Wisst ihr etwas über den Typen, der auf dem Nordostturm gelandet ist? Auf dem Nordostturm ist jemand gelandet? Ja, seit seinem Erscheinen tauchen die Monster in Horden auf. Flexi, das könnte... Ja, das könnte einer der Höllenfürsten sein. Höllenfürsten? Es gibt noch drei weitere Höllenfürsten, die genauso stark wie Gardes sind. Was, wenn das wirklich stimmt, dann... Ja, das würde bedeuten, dass dieses Reich sich in großer Gefahr befindet. Okay, ich werde mir den Nordostturm später vornehmen. Das Wesen und dem Turm sind sehr stark. Kannst dir gar nicht vorstellen, wie stark. Ich werde sowieso in den Nordostturm gehen. Ich habe dort etwas zu erledigen. Was meinst du? Ich soll den Juwel aus dem Turm holen. Und du hast zugestimmt? Damit unsere Prinzessin wieder glücklich ist. Hä? Ich muss jetzt gehen. Bis später, Jungs. Was hat Senf vor? Lassen wir Chef in den Turm gehen. Wir belohnen ihn dann fürstlich auf Häuschen und alles ist okay. Ach, du bist das. Was kann ich für dich tun? Wir können Gedanken lesen. Ich warte auf Senfs Rückkehr. Ich denke, ich werde jetzt doch mal ein bisschen Zeug verkaufen, weil, Dingens. Was mache ich denn da? Verkauf. Schraubstock, Morgenstern, S-Stock. Ego-Peitsche, Laborkittel, Zeitentoga, Silberweste. Sieht doch gut aus. Ja, ja. Nein, die Früchte nicht. Oh mein Gott, die Gardesklinge. Also Rüstung. Seidenanzug. Eronhut. Eronschild. Ist mir auch immer noch nicht wert. Dann gehen wir doch mal ins Innen. Meinen Damen, Innen und Herren. Hallo.
Und wir haben geschlafen und gehen weiter in den Nordostturm, weil wir gucken möchten, wer den Nordostturm betreten hat. Ist es Gardis? Ist es ein anderer, stärkerer Höllenfürst? Meine Damen und Herren, wir werden es gleich sehen. Oh mein Gott, das ist ein Killerkürbis. Okay. Und ich mag die Sperranimation. Guck mal. Tschack. Kürbisjuwel in Schwarz. Ja, der Nordostturm ist definitiv im Nordosten. Tschack. La 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 la. Guck mal, ob hier oben noch was ist, ha? Sieht ja fast so aus. Ja, ein Tempel. Aber wollen wir schon in diesen Tempel? Guck mal, wo der hinführt, ha? Nach Aguro. Südostturm befindet sich in einem verdächtiger Bahn. Wir blockieren den Weg, bis wir herausfinden, wer er ist. Okay. Ich denke, wir müssen in den südwestlichen Nordostturm. Oh, guck mal, Minotaurin. Chuck. Das war nix. Boah, wie Alexis gleich angiftet. Ja, du möchtest mal 7 Magiepunkte stehlen, aber weißt du eigentlich, dass das eigentlich nur Sinn macht, wenn man nur eine Person anvisiert? Nein, anscheinend nicht. Der Minotaurus hat auch irgendwas Cooles. Das Axtjuwel, glaube ich. So, dann schauen wir noch mal in den Nordostturm. Und die Meuchelnatter wieder. Zack. Kanaboom. Und rein damit. Ey, guck mal, Flammengesicht. Flammengesicht. Hallo, bleib mal stehen. Danke. Ein Nachtgeist. Mit einer coolischen Hippie-Jacke. Also ich habe anscheinend ein Lichtattribut gerade als Waffe. So sieht es auf jeden Fall aus. Donnersturm. Wow, wie wahnsinnig gefährlich. Hab ich wieder? Und gleich schon wieder eingepennt, weil die so langweilig sind. Und tschüss. Wir haben einen Schrei bekommen. Ja, aber Freunde, ich würde mal sagen, das war's jetzt mal wieder mit dem Part. Ich mache hier noch auf, guck mal kurz rein. Eine Treppe, spannend, spannend. Und sage, stell mich hier zwischen die zwei Säulen und sage, bis zum nächsten Part von Lufia, euer Lunaflexi.